Mitten auf dem Grundstück des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung steht ein besonderes Gebäude. Ein S3-Labor. In einem S3-Labor werden Erreger der Risikogruppe 3 erforscht. Und Risikogruppe 3-Erreger sind Erreger, die den Menschen sehr schwer krank machen, für die es in der Regel auch keine therapeutischen oder keine Impfmaßnahmen gibt. Da die Erreger so gefährlich sind, darf man ein S3-Labor auch nicht einfach so betreten. Jeder, der in das Labor hineingehen will, muss vorher eine spezielle Schutzausrüstung anziehen. Zu dieser gehört neben drei Paar Handschuhen und Spezialschuhen auch ein Atemschutzgerät. So ausgerüstet sind die Wissenschaftler bereit für die Forschung an Erregern wie etwa tödlichen Grippeviren. Die Erreger lagern in den Kühlschränken des Labors und können dank modernster Technik auf verschiedene Art und Weise analysiert werden. Ein Pipettierroboter beispielsweise ermöglicht es, mehrere hundert Zellkulturen gleichzeitig mit einem Virus zu infizieren und so dessen Wirkung auf die Zelle vollständig zu analysieren. Aber auch Detailarbeit lässt sich in dem Labor betreiben. Dies geschieht in den dunklen Kammern am Mikroskop. Dort können einzelne Zellkulturen genau unter die Lupe genommen und gut sichtbar gemacht werden. Die Bilder verraten den Wissenschaftlern Einzelheiten über den Infektionsprozess, die man später hoffentlich einsetzen kann, um Erreger zu bekämpfen. Die hohen Sicherheitsvorkehrungen gelten aber nicht nur für die Menschen, die im Labor arbeiten. Es gilt, nichts darf das Labor verlassen, außer über einen Dampfsterilisator, einen Autoklaven. Dort sorgen Hitze, Dampf und Druck dafür, dass alle Erreger zuverlässig abgetötet werden.